Alle Tiere helfen mit, das Turnier mit ihren stärksten Mannschaften vorzubereiten. Das Panda-Team, das an dem Turnier dieses Jahr zum ersten Mal teilnehmen wird, hat regelmäßig trainiert, um dieses Turnier zu gewinnen. Panda-Mannschaftskapitän Moro Duna war fassungslos, als er seine Gegner in seinem Zimmer nach dem Training untersuchte. Ich kann nicht verstehen, wie sie Meister werden konnten, ohne im Training zu arbeiten. Das Team der Schakals, welches die Champions des vorangegangenen Turniers waren, plante die Fallen, die sie für ihre Gegner aufstellen würden, begleitet von ihrem Hauptmann Vigo. Wir werden den Affen die Bananen klauen, die Taschen der Kängurus füllen wir mit Steinen, geben den Eichhörnchen verdorbene Haselnüsse. Auf diese Weise werden wir Meister. Pandas Ballsammler, der kleine Panda Resi, die gerne Fußball spielt, hat die Bälle, die ins Aus gingen, mit einer unerwarteten Schnelligkeit eines Pandas eingesammelt und brachte sie sofort zurück durch die Aufführung aller Arten von Shows. Kapitän, denken Sie, ich werde eines Tages auch ein Teamspieler sein? Das Spiel wird sehr hart, also ist es ein Spiel für Männer. Du bist ein kleines Mädchen, Resi. Du kannst nicht in der Panda-Mannschaft spielen. Aber Kapitän! Tag um Tag verging, bis es schließlich die Schakale und die Pandas in die Endrunde geschafft haben. Aber vor dem Endspiel waren die Schakale wieder am Werk für Tricksereien. Ein Spieler aus ihrer Mannschaft warf heimlich Juckpulver in die Nase von Panda P. Als Panda P, dessen Nase rot war vom Juckreiz des Streiches, sagte, dass er nicht in der Lage sein würde, in dem Spiel zu spielen. Moro Duna war beunruhigt. Schließlich hat er eine Entscheidung getroffen und ging zu Resi. Mach dich bereit, du wirst auch spielen. Aber du hast gesagt, bist du sicher, dass ich in dem Spiel mitspielen soll? Ich habe keine Wahl, Kleines. Wir können nicht ohne einen fehlenden Spieler am Spiel teilnehmen. Wirst schön auf meine Anweisung hören. Du wirst in der Verteidigung stehen. Wenn der Ball kommt, wirst du ihn nach vorne schießen. Es gibt keine Alleingänge. Hast du mich verstanden? Als Resi merkte, dass der Kapitän ihr nicht vertraute, wurde sie sehr wütend und begann unter einem Baum zu weinen. Als sie weinte, hörte sie eine Stimme durch das Gebüsch. Vigo, der Kapitän der Schakale, sprach mit dem Startspieler Kompala mit einer Flasche in seiner Hand. Schakal-Opa hat den Zaubertrank in der Flasche gemacht. Er wird dir 10 Gepardenkräfte geben und du wirst schneller laufen als jeder andere, wenn du ihn trinkst. Sobald Resi das gehört hat, ging sie sofort zu Moro Duna und erzählte aufgeregt, was sie gehört hatte. So etwas ist doch gar nicht möglich. Hör auf, Dinge zu erfinden, geh und zieh dein Trikot an. Resi ging traurig in die Umkleidekabine. Es war Spielzeit. Der Schiedsrichter Wolf pfiff das Spiel an. Und das Spiel begann. Der kleine Panda Resi stand in der Verteidigung, wie ihr Hauptmann Moro Duna sagte, und trat die ankommenden Bälle sofort nach vorne. Die Schakalmannschaft gab jeden Ball zu Kompala. Kompala war so schnell unterwegs, dass die Pandas es noch nicht einmal schafften, in seine Nähe zu kommen. Mit einer eleganten Finte kam Kompala vorbei an der Abwehr und schickte den Ball mit einem harten und glatten Schuss rechts vom Torwart in das Netz. Während die Schakale sich über das Tor freuten, war das Panda-Team sehr verärgert. Bevor sie den Schock über das erste Tor überwinden konnten, schoss Kompala ein weiteres Tor und die erste Halbzeit endete 2:0. Alle waren sehr aufgeregt in der Umkleidekabine der Pandas während der Pause. Wenn wir Kompala aufhalten können, haben wir vielleicht eine Chance. Aber er rennt so schnell, dass wir ihn nicht einmal einholen können. Anstatt zu sagen, dass die Mädchen dieses Spiel nicht spielen können, gib mir eine Chance in der zweiten Hälfte. Vielleicht können wir das Spiel gewinnen, Kapitän. Na gut, geh aufs Feld und spiel auf deine Art, Resi. Als die zweite Halbzeit begann, fegte Resi wie ein Sturm über das Feld. Immer wenn Kompala den Ball aufhob, landete Resi immer direkt neben ihm.
Sobald sie den Ball hatte, ging sie sofort in den Angriff über. Bevor das Schakal-Team verstehen konnte, was passiert war, flog der kleine Panda Resi, die in die Mitte kam, von rechts, flog fast durch die Luft, hat ihn mit dem Kopf getroffen und schoss ihr erstes Tor. Die Pandas haben sich mit diesem Tor Hoffnungen gemacht. 10 Minuten später passierte Resi zwischen den beiden Schakalen und stand dem Torwart gegenüber. Mit einem harten Schuss schickte sie den Ball zwischen die Beine des Torwarts wieder ins Netz. Und alle begannen, den kleinen Panda zu bewundern. Gerade als das Spiel mit einem Unentschieden enden sollte, war der Star des Schakal-Teams, Kompala, sehr wütend, weil er Resi nicht aufhalten konnte und schlug Resi im Strafraum zu Boden. Foul! Der Schiri Wolf zeigte Kompala die rote Karte und schickte ihm vom Feld. Resi! Resi! Das Publikum begann zu jubeln für Resi, die den Elfmeter schießt. Doch die kleine Resi ging zum Hauptmann Moroduna, der erfahrenste Spieler des Teams. Einen Elfmeter schießen ist eine Frage der Erfahrung. Jeder sollte wissen, was er am besten machen kann und entsprechend handeln. Sie schießen den Elfmeter, Kapitän. Nachdem Moroduna Resi zugenickt hat, hob er den Ball auf und erzielte ein Tor. Die Pandas haben das Spiel mit 3:2 durch dieses Tor gewonnen und wurden Meister. Sie feiern die Freude über den Sieg, indem sie Resi auf ihre Schulter nehmen. Dann ging Moroduna in die Büsche, ohne jemanden etwas zu sagen. Während er sich umsah, sah er die Flasche mit dem Zaubertrank, von der Resi gesprochen hat, auf dem Boden. Oh nein, Resi hatte recht. Er nahm die Flasche und kam auf das Feld neben Resi. Er versammelte das ganze Team um sich herum, um eine Rede zu halten. Zuallererst, es tut mir leid, Resi, zu denken, dass nur Männer Fußball spielen können. Und ich habe deine Fähigkeiten nicht erkannt. Jeder kann dieses Spiel spielen, egal ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Du bist jetzt unser Star. Resi war sehr glücklich über die Worte des Kapitäns. Meine zweite Entschuldigung ist, dass ich dir nicht zugehört habe. Ich habe diese Flasche im Gebüsch gefunden. Es ist wahr, was du gesagt hast. Die Schakale haben betrogen. Als die Mannschaftsspieler sich umschauten und überrascht waren, nachdem sie gehört hatten, was vor sich ging, nahm Moroduna die leere Zaubertrankflasche heraus und gab sie dem Schiedsrichter Wolf. Der Schiedsrichter Wolf stürzte hinüber zu den Schakalen und warf sie aus dem Dschungelpokal-Fußballturnier. Moroduna und Resi waren nun enge Teamkollegen, die sich gegenseitig vertrauen. Sie haben gemeinsam den Dschungelpokal geholt und feierten die Meisterschaft zusammen in vollen Zügen, weil sie verstanden haben, wie wichtig es ist, erfolgreich zu sein, indem man hart arbeitet und sich anstrengt. Addis Ababa.